Jo, Melinda, was geht? Oh, Bürgermeister Kanscha, du bist zurück. Und hast du den perfekten Ort für dein Zuhause gefunden? Ja, habe ich. Ich finde das voll krass. In diesem Spiel hat man es gleich zu Beginn schon viel mit Melinda zu tun. Ich denke, in Animal Crossing New Horizons hatte das ein bisschen gedauert gehabt, oder? Also ich kann mich da eher an Tom Nook erinnern. Das freut mich zu hören. Dann hoffe ich mal, dass sein Haus schon bald fertiggestellt ist. In einem Zelt zu wohnen kann auf Dauer ziemlich anstrengend sein. Was deine Anmeldung betrifft, es ist alles vorbereitet. Ich bräuchte aber eine weitere Angabe von dir. Wann ist dein Geburtstag? Ah, da steht schon mein Geburtstag. Nice. Dann muss ich das nicht nochmal eingeben. Ja. Hier bitte. Das ist dein ganz persönlicher Bürgerpass. Damit kannst du beweisen, dass du in Raftel wohnst. Dein Bürgerpass wird ständig aktualisiert und zeigt deine neuesten Profildaten an. Berühre auf den Touchscreen, um ihn dir genauer anzusehen. Mit ihm kannst du jederzeit andere Städte besuchen. Mit deinem Bürgerpass hast du beispielsweise Initiativen immer im Blick. Die Teilnahme an Initiativen bringt die Coupons ein, die du später für praktische Dinge einlösen kannst. Weiteres hierzu kannst du nachher in deinem Bürgerpass nachlesen. Also gut, damit hätten wir soweit alles erledigt. Jetzt möchte ich dich noch bitten, an einer kleinen Feier anlässlich deiner Ankunft teilzunehmen. Wirf doch bitte einen Blick auf die Karte auf dem Touchscreen. Der Ort mit dem X ist der Festplatz. Dort finden ab und zu besondere Veranstaltungen statt. Wir möchten, dass du auf dem Festplatz einen Baum als Symbol für unsere Stadt pflanzt. Ich führe dich hin. Folge mir einfach. Alles klar, bitte nimm dieses Bäumchen. Gut, mit A pflanzt du das Bäumchen ein. Das wird dein erster großer Akt der Bürgermeisterlichkeit. Das dauert aber. Am 16. Januar 2024 ist Bürgermeister Kanscha in Raftel angekommen. Die erste Frage war: Gibt es hier einen Dönerladen? Gute Arbeit, Bürgermeister Kanscha. Hoffentlich wird dieses Bäumchen genauso wachsen und gedeihen wie Raftel. Wir sind alle gespannt, wie sich Raftel mit dir als Bürgermeister entwickeln wird. Warte mal, die Frage von eben war richtig dumm. Es war richtig dumm, meine Frage. Ich nehme die Frage sofort zurück. Geht gar nicht klar. Ich meine, das ist eine Insel, die hauptsächlich von Tieren bewohnt wird. Und ich frage, gibt es hier einen Dönerladen? Na, ausschneiden. Alles klar. Das Bäumchen ist eingepflanzt. Gönn dir jetzt mal ein bisschen Ruhe, Herr Bürgermeister. Ich sollte jetzt zurück ins Rathaus. Ich habe noch einiges zu erledigen. Sieh dich doch ruhig ein bisschen in der Stadt um und stell dich deinen Nachbarn vor. Und falls du etwas in Raftel nicht verstehst oder nicht weißt, was du tun sollst, keine Sorge. Du kannst mich im Rathaus immer nach Ratschlägen fragen. Bis dann. Deswegen lache ich mich ja so Schrott. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe nicht nachgedacht. Speichervorgang. Berühre bitte nicht den Powerschalter. Nein, Mann. Du kannst nun deinen Fortschritt speichern und das Spiel jederzeit beenden. Nice. Wenn du das Spiel beenden möchtest, drücke Start und wähle dann Speichern und beenden. Mache ich. Aber erstmal wird gezockt. Adrian. Oh, Herr Bürgermeister, ich bin Adrian. Ich hoffe, dass wir gute Sportfreunde sein werden. Du hast doch den Baum auf dem Festplatz gepflanzt, oder? Das hat echt bürgermeisterlich ausgesehen. Ich dachte mir, wow, bei diesem Sportsfreund ist Raftel in allerbesten Händen. Wir zählen auf dich, Kanscha. Mach diese Stadt zur besten der ganzen Welt. Alles klar, ich toppe die Stadt in Animal Crossing New Horizons. Zeig, was ich kann. Wie geht's dem Baum? Na, sieht doch gut aus. Okay, und jetzt? Muss ich auf morgen warten, oder wie? Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mit den Charakteren talken. Na, was geht, Markus? Geht's dir gut? Hallihallo. Schau mal, wir begegnen uns ja schon wieder. Oh. Was wolltest du nochmal? Wie läuft's? Ein Bürgermeister sollte viel mit seinen Untertanen reden. Wir quasseln alle gerne, also nur zu. Dabei kriegst du bestimmt auch ein paar gute Tipps für das Leben in Raftel. Wir freuen uns übrigens alle schon darauf, dass du Raftel zu einer noch tolleren Stadt machst. Wenn du bei irgendwas Hilfe brauchst, kannst du auch zu Melinda ins Rathaus gehen.
Sie kann dir jede Menge über das Leben in Raftel erzählen. Ah, gut. Gut, dass ich ihn angesprochen habe. Ich habe das eben mit Melinda voll vergessen. Ach, du bist es, Kansche. Hätte ich mir ja gleich denken können. Was gibt's denn? Wie läuft's? Und hast du jetzt dein Haus? Ich freue mich, dann bist du jetzt vermutlich erstmal eine Weile pleite, wie ich noch kenne. Aber sobald du wieder flüssig bist, kannst du anfangen, dein neues Zuhause einzurichten. Möbel gibt's in Schlepp und Naps, Laden. Die verkaufen auch noch anderen Umfug da. Wenn du neue Klamotten brauchst, geh bei der Schneiderei vorbei. Und nur, dass du Bescheid weißt. Das Angebot wechselt in allen Läden der Einkaufsmeile täglich. Ah, gut zu wissen. Für sich? Keine Ahnung. Nehme ich mit. Eine mysteriöse Persifbeere. Hey, guck mal, da ist Impfer Momo. Wo? Hinter dem Baum? Nein, das war ein Bewohner, ein ganz normaler Bewohner. Echt? Okay, hab mich verguckt. Komm ich wieder zurück? Also dorthin, wo alles anfängt. Wer bist du denn? Flip, willkommen im Bahnhof von Raftel, dem Tor zur Welt. Von diesem Bahnhof aus kannst du deine Freunde in anderen Städten besuchen. Oder du kannst deine Freunde aus anderen Städten hier abholen, wenn sie dich besuchen kommen. Boah, das wäre nice, wenn ich zumindest eine Person besuchen könnte oder eine Person mich besucht. Weitere Informationen findest du auf der Tafel neben mir. Bist du bereit, die Welt zu erkunden? Warte, noch nicht. Vielleicht im nächsten Stream. Erstmal wollte ich hier reinkommen, etc. Bereisen, jemanden einladen, Hinweise zum Einladen, Schließfächer, beste Freunde, genug gelesen. Erstmal genug gelesen. Nein, oh. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine andere Stadt zu besuchen. Lokaler Modus, Online-Modus. Der lokale Modus ermöglicht es dir, die Stadt eines anderen Spielers in deiner Nähe zu besuchen. Dieser muss dazu ebenfalls Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo spielen. Kannst du die Stadt eines Freundes nicht finden, vergewissere dich, dass er Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo tatsächlich spielt. Nicht, dass er mich reinlegt, ne? Im Online-Modus kannst du die Städte deiner registrierten Freunde über das Internet besuchen. Für beides muss der andere Spieler seinen Bahnsteig geöffnet haben und die gleiche Methode verwenden. Lokaler Modus bzw. Online-Modus. Du kannst niemanden besuchen, solange dein eigener Bahnsteig geöffnet ist oder du selbst Besuch hast. Weitere Erklärungen lesen? Jetzt erstmal nicht. Beim nächsten Mal vielleicht. Oder vielleicht am Ende des Streams. Okay, es ist 3 Uhr. Zumindest steht es dort. Hey, stimmt, jetzt ist es wirklich 3 Uhr. Cool. Freut mich. Das Spiel gefällt mir. Ja, ich schau mal kurz bei Melinda vorbei. Nix wie hinter. Ab zu Melinda. Hat sich die Melodie geändert? Stimmt. Exakt 15 Uhr. 00. Melinda, was geht? Oh, ist alles in Ordnung, Bürgermeister Kansha? Falls du nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, kann ich dir ein paar Ratschläge geben. Ja, bitte. Ich kann dir viele Ratschläge geben, wie du das Beste aus deinem Leben in dieser Stadt machen kannst. Meine Aufgabe ist es schließlich, dir das Leben in Raftel möglichst angenehm zu machen. Es kann aber sein, dass ich sehr ins Detail gehe und ziemlich viel reden muss, um alles zu erklären. Falls dir das so langsam geht, halte einfach B gedrückt und ich werde mich bemühen, schneller zu reden. Mal sehen, was für einen Ratschlag könntest du wohl im Moment am besten gebrauchen? Ach, ich wüsste da schon etwas. Hast du schon Vroni getroffen? Wer ist Vroni? Sie ist sehr erwachsen und damenhaft. Ein echtes Vorbild für die anderen weiblichen Bewohner. Du solltest Vroni auf jeden Fall mal besuchen und dich hier vorstellen, Kansha. Wenn du durchs Fenster Licht siehst oder Rauch aus dem Kamin kommt, heißt das, dass sie zu Hause ist. Solange sie nicht schläft oder krank ist, brauchst du nur zu klopfen und sie wird dich hereinlassen. Nix wie Hinder. Wir schreiben das Jahr 2024 und ich bin auf dem Weg zu Vroni. Moment mal, wo wohnt sie denn? Hat sie das gerade gesagt? Irgendwas mit Kamin und Fenster. Ich sehe einen Kamin, aber kein Fenster. Sie hat mich nicht reingelegt. Nein, aber das Haus ist einfach falsch. Hier sehe ich auch kein Fenster, Mann. Was sind das für Häuser? Ups. Vielleicht hat sie mir das gerade erklärt, nur ich habe das verdrängt, vergessen. Innerhalb von 2-3 Sekunden.
Boah, was ist denn hier los? Kann ich nicht schwimmen? Wie seltsam. Da ist ja gar nichts drin. Warum ist das seltsam? Ich bin sauber. Boah, ich habe was gefunden. Nochmal. Okay. Ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann. Erstmal. Hier könnte man eigentlich auch wohnen. Wobei. Ja, an stürmischen Nächten könnte aber das Zelt nass werden. Hier geht's nicht mehr weiter. Oh, der Zug ist am Fahren. Ist gerade jemand dazugekommen oder hat jemand gerade die Stadt verlassen? Oni, wo wohnst du? Boah, ich check jetzt einfach jedes Haus ab. Irgendwo muss sie doch wohnen. Ach, das ist mein Zelt. Ich hab Post bekommen. Okay. Lesen? Wie von Nintendo. Glückwunsch zum Umzug und viel Spaß mit Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo. Solltest du je Hilfestellung benötigen, schlage in diesem Buch nach. Okay, alles klar, ich merke mir das. Oh, ich kann da rein. Entschuldige die Störung, Herr Bürgermeister. Warum? Was machst du in meinem Zelt? Wie aufregend. Das ist ja wie im Zeltlager. Das erinnert mich an meine Kindheit. Abends hat sich dann immer jeder eine Kartoffel über dem Lagerfeuer gegrillt. Wir haben sie vorher in Alufolie eingewickelt, damit sie nicht verbrennen. War das lecker. Oh nein, ich bin schon wieder abgeschweift. Tut mir leid. Wie auch immer, Kanscha, ich habe dir was Schönes mitgebracht. Ein Item. Das ist eine Laterne. Die habe ich in einem Schrank im Rathaus gefunden. Ich dachte, sie wäre perfekt für dich, weil du in einem Zelt wohnst. Wenn du auf X drückst, öffnest du dein Inventar. Wähle dort die Laterne aus und wähle dann hinstellen. Würdest du das bitte mal für mich tun? Das ist doch mein Zelt. Warum bestimmt sie das jetzt? Was soll das? Okay. Da ist das Geschenk. Hinstellen. Wirst du jetzt glücklich? Ja, genau so. Und als nächstes, stell dich vor die Laterne und drücke A, um das Licht anzumachen. Versuch's mal. Nice. Super. Sie ist so alt, dass ich mir nicht sicher war, ob sie noch funktioniert, aber sie leuchtet ja einwandfrei. Du kannst dich auch vor die Laterne stellen, gedrückt halten und das Schiebepad bewegen. Du kannst die Laterne schieben, ziehen und in jede Richtung drehen. Stell sie hin, wie es dir gefällt. Oh, ist es vielleicht noch zu hell draußen, um die Laterne anzumachen? Wenn du das Licht nicht mehr brauchst, drücke A, um es auszuschalten. Drücke Y, um die Laterne aufzuheben und sie in deine Tasche zu stecken. Das wäre erstmal alles von mir. Tut mir leid, dass ich einfach so reingeplatzt bin. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. Mach's gut, Melinda. Okay. Aber hier ist das gut. Ja, ausmachen. Ausmachen. Gut. Schönes Geschenk. Ich freue mich. Tada. Okay. Vroni, ne? Wo bist du, Vroni? Ich würde mich freuen, wenn ich dich finden könnte. Hier wohnt Hauke. Juckt nicht. Wo ist du? Ja, jetzt gerade juckt das wirklich nicht. Roni. Oh, 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 oh. Oh, das sieht ziemlich weiblich aus, das Haus. Rauch, Rauch. Okay, hier sollte Roni leben. Also ich kann mir das nicht anders erklären. Und was? Von Grube? Für Folgendes bezahlen wir heute extra viele Sternis. Austarnschale. Und Grube? Ich check das trotzdem ab. Vielleicht wohnt sie hier trotzdem. Trotzdem, trotzdem, trotzdem. Frau Rosina, ich möchte etwas verkaufen. Oh, hallo Nepp. Was hast du mir denn heute mitgebracht? Ich habe hier ein Kassettendeck. Schau doch mal. Kassettendecker?
Ah, das kann ich dir für 175 Sterne nicht abkaufen. Du kannst aber auch selbst einen Preis festlegen und es dann bei uns in Kommission geben. Ach nein, dieser Preis ist ganz in Ordnung, ich verkaufe es lieber gleich. Dieses Kassettendeck ist ja auch nichts Besonderes, nur ein Restposten aus unserem Laden. In Ordnung. Und hier hast du die Sternis. Danke für den Verkauf. Dank dir haben wir schon viele schöne Items herrichten und verkaufen können. Wenn wieder einmal in deinem Laden Restposten anfallen, dann bring sie gerne vorbei. Ja, gut, ich muss dann los. Ach hallo, wir kennen uns doch noch nicht. Ich heiße Nepp. Mein Bruder und ich betreiben Schlepp und Nepps Laden auf der Einkaufsmeile. Wir würden uns sehr freuen, wenn du unser Geschäft mit deinem Besuch beehren würdest. Ah, ich war doch vorhin da. Aber ihr wart nicht da. Was sollte das? Es hat mich sehr gefreut, deine... Meine Logik bringt mich manchmal ein bisschen zum Lachen. Deine Bekanntschaft zu machen. Ja, ja. Er ist weg. Rosina, bitte entschuldige die Wartezeit. Willkommen in unserer Fundgrube. Ach, bist du nicht der neue Bürgermeister? Was für eine Ehre, dass du unser bescheidenes Geschäft besuchst. Wir kaufen Möbel und andere Dinge an und verkaufen sie dann in unserem Geschäft. Draußen vor dem Laden schreiben wir immer die Top-Items des Tages auf unser Schild. Dafür zahlen wir dann einen besonders guten Preis. Übrigens kannst du nicht nur direkt an uns verkaufen. Es gibt auch die Möglichkeit, Sachen zu einem selbst festgelegten Preis in Kommission zu geben. Wenn du Items hast, die du nicht mehr benötigst, kaufen wir sie gerne zu einem guten Preis an. Ich bin noch nicht so weit, Rosina. Ich bin noch nicht so weit. Was kann ich für dich tun? Wo ist Froni? Okay, hier steht nichts darüber. Okay, die Fragen, die ich hier jetzt stellen kann, würde ich gerne im nächsten Stream fragen wollen. Bla bla bla. Danke für deinen Besuch. Bitte. Wo ist Froni? Yo, ich werde sie jetzt finden. Ich habe mir das jetzt in den Kopf gesetzt. La la la. La 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 la. Doch, doch, also ich kann mir gut vorstellen, das Spiel auch in den nächsten Wochen weiter zu spielen. Macht mir jetzt schon Spaß. Okay, da wohnt Hauke. Das habe ich mir gemerkt. Ich brauche eine Schaufel. Hier gibt es hier auch Risse auf dem Boden. Wo ist nochmal die Brücke? Gut, dass man rennen kann. Dann ist man schneller unterwegs. Nein, Einkaufsmeile? Ich bin schon dort, ich bin schon dort. Okay, ich könnte jetzt hier reingehen, ne? Nice. Ja, das könnte ich jetzt machen. Ja, was geht? Willkommen, willkommen. Ja, ja, oha, kann es sein, dass du unseren bescheidenen Laden heute zum ersten Mal betrittst? Meinen älteren Bruder Nepp hast du aber schon getroffen, stimmt's? Fühl dich wohl bei uns, ganz wohl. Hier findest du eine Auswahl an verschiedenen Möbeln und sonstigen nützlichen Waren. Wie du siehst, ist der Laden klein, aber fein. Viel Spaß beim Einkaufen, lass dir Zeit. Nein, Schaufel. Ah, die Schaufel, eine gute Wahl, in der Tat. Das macht 500 Sterne, sind wir im Geschäft? Oh, ein anderes Mal vielleicht. Ja. Du hast auf jeden Fall schöne Sachen. Ja, Fangspielen mit dir macht ebenfalls Spaß. Boah, richtig tricky. Das war tricky, der hat mich fast erwischt. Aber dann habe ich die Tür erreicht. Exit erreicht. Okay. Da war ich noch gar nicht. Foto aufnehmen? Oh, ich habe keine Sternis, Mann. Was bin ich denn für ein Bürgermeister? Ich fühle mich hier voll ausgegrenzt. Das sollte ein Museum sein, oder? Nice, hier ist original ein Museum. Da gehe ich einmal rein und sage Hallöchen. Hey Eule, wach auf. Eugen. Uhuhu. Als Nachteule bin ich tagsüber immer etwas schläfrig, müssen Sie wissen. Willkommen im Museum von Raftel. Sind Sie nicht der neue Bürgermeister? Ich bin Eugen, der Direktor dieses Museums. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wir beherbergen hier Ausstellungen aus den Bereichen Archäologie, Naturwissenschaften und Kunst. Oh, immer wenn ich den Schnabel aufmache, sprudeln die Worte wie ein Springbrunnen aus mir heraus.
Tut mir leid, ich werde versuchen, mich zu bessern. Aber sobald meine Gedanken Fahrt aufnehmen... Also gut, ich fange noch einmal von vorne an. Diesmal werde ich mich kurz fassen. Dieses Museum stellt Insekten, Fische, Fossilien und Kunstwerke aus. Und all das tun wir, um Raftel zu einer aufregenderen Stadt zu machen. Im Moment haben wir jedoch ein kleines Problem. Die Zahl unserer Exponente beträgt 0. Das ist mir wirklich peinlich, aber vielleicht können Sie uns helfen. Ja, das können Sie. Und zwar indem Sie dem Museum neue Ausstellungsstücke zur Verfügung stellen. In diesem Fall wäre ich Ihnen stellvertretend für ganz Raftel zu allerherzlichstem Dank verpflichtet. Womit kann ich dienen? Ah, okay, alles klar. Ich frage mich, ob ich mich hier schon umsehen sollte. Ach, kommt. Geht doch ganz schnell. Ich meine, es gibt hier gerade nichts zum Betrachten. Aber man kann sich einmal die Räume anschauen. Bitte helfen Sie mit, unsere Sammlung zu vergrößern. Vielen Dank. Ja, das mache ich. Mal gucken, wie viel Platz man hier hat. Sieht aber auf jeden Fall ziemlich groß aus. Die Melodie ist gleich geblieben. So hört sich das ja auch in Animal Crossing New Horizons an. Voll schön. Eugen ist wieder eingeschlafen. Sleepy! Wach auf, Eugen! Okay, was haben wir hier? Die. Ja, mach ich. Okay. Ja, ich glaube, hier passiert jetzt gerade nichts Spannendes. Aber gut zu wissen, ich meine, wenn man sich einmal die Räume anschaut, so kann man davon ausgehen, dass man, ja, im Laufe der Zeit, wenn man so einiges findet, hier aus diesem Museum einen schönen Ort machen kann. Nice. Nature. Fenster. Licht. Sehr gut. Ja, hier könnten Pflanzen-Pokémon chillen, Gifloor zum Beispiel. Okay. Okay, das ist eher der Naturbereich. Pflanzen, Insekten, etc. Ja, definitiv. Schön. Ich denke, bis jetzt habe ich auch nichts übersehen. Jetzt hier in diesem Museum. Dann gibt es noch dieses Zimmer. Ach, schaut euch mal den Teppich an. Hier sind dann die Fossilien. So. Ach so. Sehr schön. Man kann gerade den Topscreen und den Touchscreen sehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ohne den Touchscreen wäre das langweilig, oder? Oder soll ich nur den Topscreen zeigen? Boah, 3DS-Spiele, die sind so schön. Der Charakter sieht auch voll gut aus. Ich mag das. Hat etwas Pixeliges an sich. Im Vergleich zu der Switch. Aber irgendwie finde ich das so cool. Oh, was ist das denn für ein Bild? Schön. Ja, okay. Ich glaube, das Museum brauche ich mir nicht mehr länger anzuschauen. Das reicht. Hier war ich schon. Okay.
Ansonsten werden wir in der Zukunft des Öfteren hier in diesem Museum vorbeischauen, daher sollten wir noch nichts Großartiges verpasst haben. Jetzt ist nur die Frage, wie ich das Museum verlasse. Ein Labyrinth! Ah, da, schaut mal. Oh, 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 pass auf. Eigentlich sollte man im Museum nicht rumrennen. Ja. Im Moment geht das noch, aber trotzdem aufpassen. So. Bevor der Stream endet, würde ich sehr gerne Roni finden wollen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Jetzt checke ich eher die rechte Seite ab. Hallöchen Leute, ich bin wieder da. Was hat sich hier so verändert? Ups, ich bin gegen den Baum gelaufen. Das passiert mir immer wieder. Eva. Roni. Nice, ich gehe da einfach rein. Ich hoffe, dass sie da ist. Yeah, bist du Roni? Nice, ich habe sie gefunden. Wir kennen uns noch nicht, oder? Also ich weiß natürlich, dass du der Bürgermeister bist. Schließlich habe ich ebenfalls an der Baumpflanzungszeremonie teilgenommen. Die war äußerst inspirierend, das muss ich schon sagen. Dadurch wird der Ort sicher noch schöner. Wie dem auch sei, mein Name ist Roni und ich bin gespannt, was du noch alles im Ort erreichst. Anscha, wie kann ich dir weiterhelfen? Mir ist langweilig. Kennst du den Spruch, Sternlings wachsen nicht auf Bäumen? Wie tun sie das durchaus? Hält dir ein Pfirsich am Baum auf, schüttle ihn fleißig und bring die Frucht zur Fundgrube. Und was bekommst du dafür? Genau, Sternis, sie wachsen also doch auf Bäumen. Um einen Baum zu schütteln, drückst du A, wenn du davor stehst. Mit Y hebst du dann die Frucht auf. Am Strand kannst du auch Muscheln sammeln und zur Fundgrube bringen. Natur ist doch toll, Kids. Ich glaube, ich bin hungrig geworden. Das reicht fürs Erste. Ich sollte ja Roni finden, das habe ich getan. Gut, Leute, ich gehe jetzt erstmal was essen. Danke, dass ihr euch den Stream reingezogen habt. Ja, ich hoffe, die beiden Parts haben euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Streams und Videos wiedersehen. Bis dann.